angehören. Also, da ist man dann sehr, sehr froh, dass man das abhaken kann und den nächsten Schritt. Wir haben es ja gerade in der Doku auch gesehen, und vielleicht wird heute Abend bei Menschenbilder, Emotionen, bei Günter Jauch, da ist Mick Schumacher auch nochmal zu Gast, auch nochmal drüber geredet, und vielleicht geht es da nicht so fachlich daher wie bei uns. Und ich würde mich das schon nochmal fragen, warum ist immer bei Ihnen im zweiten Jahr dann erst in Anführungszeichen so eine Steigerung gibt? Es war in der Formel 4 so, in der Formel 3 so, und es ist jetzt in der Formel 2 auch so gewesen. Hast du da eine Erklärung? Ja, weil es einfach, weil er ein bisschen länger braucht, um die Dinge vielleicht zu verstehen, was er benötigt, um schnell zu fahren, wie er mit seinen Ingenieuren zusammenarbeiten muss. Aber man hat auch gesehen, oft in dem allerersten Jahr war auch wirklich viel Pech dabei oder technische Probleme, wie es dann